sein leichtes Gefühl des Unpassenden, wenn man beim Anblick einer solchen Braut ein Evangelium liest, wo es heißt, sorgt euch nicht um die Kleidung. Wir sind da schon ganz dankbar für. Nun, liebe Hochzeitsgemeinde, liebes Brautpaar, und vor allem an der Stelle erst einmal liebe Eltern der Brautleute. Sie mögen vielleicht mit mir nicht sofort einer Meinung sein, aber aus diesem speziellen Anlass heute möchte ich Sie auf einen wichtigen Erfahrungssatz, auf einen wichtigen Grundsatz hinweisen, nämlich Erfahrung, wie Sie diese ja in Ihrem Leben so reichhaltig haben. Erfahrung macht dumm. Weil, ich gehe zu, normalerweise denkt man das umgekehrt, aber nein, Erfahrung macht dumm, weil Menschen, die Erfahrung haben, denken, sie wissen schon alles. Ist ja alles schon mal da gewesen und das kennen wir. Und das war bei uns genauso oder irgendwas dergleichen. Und dann vergisst man darauf zu denken. Erfahrung macht dumm. Weil es ist nicht so, dass alles so war wie früher, sondern leuchtet doch sofort ein, die Dinge verändern sich. Und die Menschen verändern sich, und das ist nicht immer schlecht so, und die Menschen sind verschieden. Und der Vater, der hat sich jetzt nochmal, der Vater der Braut, einen Moment lang so fühlen können, als hätte er noch was zu sagen. Das ist diese Geste, wenn der Brautvater die Braut reinführt. Das ist so ein letztes Aufwallen väterlicher Gefühle gegenüber der Braut. Aber sie haben sich schon längst abgeben müssen. Sie wissen das, gell? Gut, wenn das weiß. Weil René und Julia stehen hier heute, um gemeinsam etwas Neues zu beginnen. Und die beiden selber haben entschieden, dass offensichtlich Gott im Sinn hatte, euch beide zusammenzuführen. Und ihr habt entschieden zu sagen, wir sagen unser Ja zueinander und wir sagen das nicht irgendwie und nebenbei, sondern ganz ausdrücklich und vor Gottes Angesicht. Und versprechen uns die Treue und verwandeln dadurch das, was unsere Liebe war, heute in etwas ganz Neues, nämlich eine Form der treuen Liebe, die ganz ausdrücklich den anderen meint mit all dem, was er ist und was er an Geschichte mitbringt und an Eigenarten und zu sagen, und all was da ist und all was da kommt und all das, was wir noch gar nicht kennen und was wir erst neugierig kennenlernen müssen, dazu sagen wir ja. Gesundheit und Krankheit, in guten und in schlechten Tagen. So spricht ja niemand, der sich nur auf die Erfahrung von anderen beruht. Ja, die Erfahrungen von anderen Menschen sind wichtig. Schaut sorgfältig hin. Aber letztlich ein solches Versprechen, wie Sie beide heute einander geben, können Sie nur machen aufgrund eigener Erfahrung. Und aufgrund dessen, was Sie sagen, wirklich, was wir füreinander fühlen und miteinander erlebt haben, das hat uns Gott nicht zufällig gegeben, sondern weil es trägt. Und so beruht das Ja-Wort, das René und Julia heute einander geben, eben gleichzeitig, das Wort nicht zu trennen, gleichzeitig ein Vertrauen aufeinander, gegenseitig, auch ein Vertrauen in sich selber. Vielleicht hat man da berechtigterweise das größte Misstrauen in sich selber. Aber eben gleichzeitig und darin ein Vertrauen, dass diese Kraft zu vertrauen, die Herr Gott geschenkt hat. Und wenn diese Kraft, die ich heute habe, dieses Ja-Wort zu sprechen, mir von Gott gegeben ist, dann bitte schön, lieber Gott, dann dürfen wir doch vertrauen, dass das auch weiterhin trägt. Macht euch keine Sorgen. Das ist das Stück aus dem Evangelium der Bibel, 9. Testament, das die beiden sich ausgesucht haben. Ein sehr langes, ein sehr schönes, ein bildreiches Evangelium, das sie sich ausgesucht haben für diesen Tag. Die Grundmessage ist ein atemberaubendes, wunderbares, befreiendes, schönes Vertrauen. Macht euch keine Sorgen. Das bedeutet ja im Wesentlichen zu glauben. Glauben bedeutet ja im christlichen Sinne, im biblischen Sinne, nicht zu sagen, ich habe irgendwas fertig und das war's, sondern im biblischen Sinne, im christlichen Sinne bedeutet Glauben, sich aufmachen. Einen Weg beginnen.
Mut haben, etwas Neues zu wagen. Schauen Sie in der Bibel nach, all die Glaubensgestalten, die dort geschildert werden, die wissen nicht, wie es ausgeht und wissen nicht, was auf sie zukommt. Aber es sind Menschen, die sagen, solange ich in einer festen Beziehung zu dem bin, der mich geschaffen hat und der mich berufen und der mich sendet, solange ich in einer wirklichen festen Beziehung zu Gott bin, kann ich neugierig sein auf das, was das Leben bringt. Und darf Dinge wagen, wo vielleicht vernünftige Menschen sagen würden, sag mal, wie alt bist du eigentlich, kannst du schon heiraten? Ja, natürlich. Gott selbst ist der Seele vertraut und ich habe mich äußeren Faktoren. Glaube ist deswegen auch eine Sehnsucht danach, diesen Gott näher kennenzulernen, der irgendwie immer schon da war, den ich spüre, der nicht zu begreifen ist und doch in solchen Erfahrungen wie denen, die ihr miteinander habt, ganz konkret da ist. Glauben bedeutet neugierig sein auf Gott. Und Glauben bedeutet deswegen auch so einen Moment wie dieser oder jeder Gottesdienst, wo man sich mit anderen Menschen zusammentut, um das, was wir an verschiedenen Erfahrungen haben und an verschiedenen Zweifeln, in verschiedenen Lebenssituationen zusammenzubringen in einem Loblied und in einem Gebet. Und so merken, dass wir als Menschen zusammengeführt werden und wir mit dem Vertrauen nicht alleine stehen. Gottesdienst bedeutet ja immer, und vielleicht besonders heute, nochmal das Herz verankern, um frei zu werden für das, was Gott in dieser Welt für uns bereitet. Gibt ein entscheidendes Hilfsmittel zu einem solchen vertrauenden Glauben. Einen solchen Glauben, der fähig ist, sich nicht durch Sorgen diktieren zu lassen, sondern durch Neugier und Lust auf Leben. Und die entscheidende Ressource oder das entscheidende Hilfsmittel dafür, so glauben zu können, ist Liebe. Ist die Erfahrung, geliebt zu werden. Ist die Erfahrung, dass ein Mensch mich respektiert, wie ich bin. Dass ein Mensch nicht sagt, du musst aber erst ganz anders sein, bevor ich dich annehme, sondern ich will dich lieben, achten und ehren. Die Liebe habt ihr erfahren von euren Eltern, Geschwistern, Freunden, vielleicht auch von Menschen, die ganz überraschend in euer Leben getreten sind, vielleicht nur für kurz, aber solche Erfahrungen, dass Menschen mich respektieren. Das sind die Erfahrungen von Liebe, die hat nicht jeder im gleichen Maß und manche müssen sehr drum ringen. Aber das sind solche Erfahrungen von Liebe, die tragen. Und deswegen ist das Entscheidende, was sozusagen die Ressource ist, aus der eure gemeinsame Ehe kommen kann, dieser Respekt füreinander, den wir euch immer wieder schenken. Dabei wissen wir darum, dass Menschen gebrechlich sind und zerbrechlich. Das kennen sie aus den eigenen Familien. Also auch die Beziehungen zu den Eltern waren mutmaßlich nicht immer leicht. Ich kann jetzt ganz unbeschwert reden, ich weiß nichts Konkretes. Aber so ist es meistens. Und es gibt diesen Punkt, wo man als Kinder entdeckt, dass die Eltern auch nicht vollkommen sind. Aber dass gerade durch so eine Unvollkommenheit oder Zerbrechlichkeit hindurch, wir sagen dir aber, okay, du bist mein Kind. Du bist mein Vater, du bist meine Mutter. Das ist die Erfahrung, die sie jetzt für sich nehmen können und durch die Zeiten hindurch, guten und schweren Zeiten, durch die Sonnentage und die Regentage, durch die November- und Frühlingstage, wie auch immer, hindurch zu sagen, ja, es gibt die Erfahrung, dass ich angenommen bin und lass das nicht los, die Erfahrung, die ihr gemacht habt und auf die ihr vertrauen dürft. Wenn sozusagen alles zwischen den Fingern zu erwähnen, habe ich denn irgendetwas, dann erinnert euch daran, dass es einen Gott gibt, der euch so sehr liebt, dass er euch ins Leben gerufen hat und geschaffen hat. Und einen Gott, der diesen Augenblick möglich gemacht hat, indem er euch zueinander geführt hat. Und das unbedingte Versprechen, das ihr beide heute einander gebt, verwandelt eure Liebe in eine verlässliche Treue. Ist denn diese Hochzeit, die Julia und René heute feiern, im wirklichen Sinne ein heiliges Zeichen, Sakrament. Ein heiliges Zeichen, in dem Gott auf etwas hinweist, aus dem wir alle leben können. In dem Gott ein Zeichen gibt auf eine Wirklichkeit, die sonst unsichtbar bliebe, wenn nicht René und Julia hier wären, um sie sichtbar und hörbar zu machen, durch das, was sie einander versprechen, durch die Zeichen der Liebe und Treue, die sie einander geben. Sakrament, das wir miteinander feiern dürfen, dass sie beide uns eingeladen haben, in Unbeschwertheit. Macht euch keine Sorgen, es braucht dann schon.
aber sonst, Gott ist bei euch, er wird euch tragen. Amen.